zu Ihrem 50. Geburtstag und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich erinnere mich gern an unsere gemeinsame Zusammenarbeit in der CDU-CSU-FDP-Koalition. Das waren gute Jahre. Heute sind Sie parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Da haben Sie wahnsinnig viel am Hals und viel zu tun. Ich möchte aber diesen Geburtstagsglückwunsch ein bisschen auflockern. Als ich vor 12 Jahren meinen 60. Geburtstag gefeiert habe, daraus können Sie schließen, dass ich 72 in der Zwischenzeit bin, also ein bisschen älter als Sie, Sie sind für mich ein Youngster, habe ich mich damals in Stuttgart zu einem Internisten begeben, wohlgemerkt in Stuttgart, und habe ihm gesagt, ich möchte mich mal durchuntersuchen lassen. Hat er mich gefragt, ja, fehlt Ihnen irgendwas? Ich sage, ich habe mich noch das eine oder andere Wehwehchen, so richtig fehlen tut mir nichts, aber ich möchte mich gerne mal durchuntersuchen lassen, anlässlich meines Geburtstages. Da hat er gesagt, ja, wie alt sind Sie denn? Was für einen Geburtstag feiern Sie denn? Da habe ich gesagt, 60. Hat er erklärt als Schwabe, 60. Was? 60? Da machen wir nicht mehr viel. Also als schwäbischer Arzt wollte er sagen, da macht man nicht mehr viel, aber er wollte auch mir sagen, als potenziellen Patienten, da sollten Sie auch nicht mehr so arg viel machen. Das steht Ihnen noch nicht bevor, denn Sie haben ja noch bis zu diesem 60. Geburtstag 10 Jahre. Und die sollten Sie nur genießen. Ich versichere Ihnen, dass auch das Leben nach dem 50. Geburtstag sehr, sehr lebenswert ist. So, Spaß beiseite.